Oh nein, der Leuchtturm fehlt. Und da hört man schon Spasti, der heute mit dabei ist. Den Typen muss man eigentlich kennen. Dreimal dürft ihr raten, wer das ist. So, geht schon los, Ja. Alice. Bist du ein Spätschnecker, Anne? Also. Ich war weg, hab ich doch gesagt. Ja, trotzdem. Ist aber was geopfert. Ich will versuchen, den Bug von letzter Folge wiederherzustellen, den ich hatte. Was für ein Bug? Ich hab mich bis zum Nee, Ende die jetzt. letzte Folge, die kommt erst heute online. Ach Wo so, das an. okay. Ja, ich hab's geschafft, einen Gullideckel zu verbacken, dass ich durch den durchfallen kann, ohne dass ich halt eine Standardattacke machen muss. Ach so, das habe ich Nee, gesehen. das hast du noch nicht gesehen, das kam noch nicht online. Aber wieso streamst du Habt das ihr. eigentlich nicht? Da könnten wir sogar mitgucken. Ich kann nicht streamen mit meinem Internet. Ich habe nur gesehen, wie du durch den Gullideckel mit einem Ausbau mit durch bist und dann hochkatapultiert Ja, wurde. das ist normal. Das ist normal, aber Ach so. der Gullideckel war da, aber ich konnte durchfallen. Durch den Gullideckel, ganz normal durchfallen. Naja, schaut euch den letzten Part an, du auch Wolf, wenn der online ist. Und mit dabei haben wir Wolf und Morris. Nee, ich dachte Jonas und Rahm. Die waren vorhin dabei. Ich Zumindest dachte mal Jonas. selber, ey, das ist ein Adolf Hitler. Moritz, kennst du Geil, Super Mann, Mario ey. Sunshine? Nee, kenn ich nicht, hab ich noch nie gespielt. Ernsthaft. Ich auch nicht. La! Wie hat es denn nicht gespielt? Wolfi. Ich muss dich mal lauter machen, Leider. Moritz. Merke ich gerade. Ein Meine Lautstärke Eltern hatten anpassen. nie das Geld mehr, das zu kaufen. Da war ich immer Sag ganz mal was, traurig. Moritz. So ist viel besser. Lahuaka. Naja, machen wir gerade die erste Insignie. Moritz, hast du überhaupt mein Let's Play geschaut? Ah, hab ich dir sogar erzählt, du Affe. Ich bin kein Also, Affe. das finde ich jetzt nicht sehr korrekt von Ihnen, dass Sie den Spielmeister so beleidigen, Ja, ich bin dass Meister aller Das für Klassen. eine Beleidigung, er ist doch eigentlich, wir sind alle Affen, wir sind eine Unterform von Trockennasenaffen oder so ein Scheiß. Warte, ich guck grad mal nach. Ja, google mal nach, dann haben wir mal was Interessantes drin. Menschen. Was? Ich bin kein Menschen. Mensch. Mensch, Ich bin Wikipedia, kein pass auf. Mensch. Hier, der Ey, du bist Mensch, ein auch Homo sapiens, Faggot. verstehender, verständiger, weiser, gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch, ist nach der biologischen Systematik Unvernünftig. ein höheres Säugetier aus der Ordnung der Primaten. Er gehört zur Ein Unterordnung der Trockennasenaffen und widerwillig. dort zur Familie der Menschenaffen. Wir haben neuen Der Fabi. Mensch ist die einzige überlebende Art der Gattung Homo. Ja, Homophob. Schmidt, ja, weißt du Bescheid, ne? Er ist in Afrika seit rund 2000 Jahren Fossilien mäßig belegt So, da und habe ich die entwickelt sich Klaumünze. dort über eine als archaischer Homo sapiens, was ist Freunde. das? Klick mal wieder aufs nächste Ding. Willst du jetzt nicht wirklich nach dem ganzen Scheiß, oder? Nein, du hörst auf Oh. vorzulesen, Moritz. Okay, gut, das ist mir jetzt auch zu kompliziert Ich hier. spiele gleich mal Don't Starve, da ich es zum What Laufen the bekommen habe. fuck, das sieht ja Wolfie, jetzt, willst du was mit Don't haben die denn Starve hier für spielen? ein Bild? Der Wikipedia-Eintrag und dann so als Mensch dann irgend so ein Bild von Alf von Linne. Wie sieht der denn aus, Alter? Ich muss mir gerade vorstellen, so ein Außerirdischer guckt nach. Mensch, oh, die Erdlinge haben eine eigene Datenbank. Ich Mensch. weiß wieder, warum ich Morris nicht in Aufnahmen Oder haben geben sie das wollte. ein Da war und sich die dann guckt Aufnahme dann an die das Finger Ding. kreist. Merksam. Scheiße. Dann einfach mal zum Maul halten, Digi, der Penner. ja? Erstmal damit. Du musst das unbedingt Was? reinschneiden. In das Bild von Wikipedia, wo sie den Mensch hier haben. Ich muss mich dran erinnern, wenn ich morgen dran schneide. Das geht doch eh nicht gut, ich sehe es doch Doch, schon. doch. Ich mache hier gerade das Blooper-Rennen in der zweiten Welt, wo man halt mit dem Blooper durch diese Kanalisation fahren muss. Ja, Okay. Kanalisation, das gefällt dir, Wie ich Schmiddy. weiß, da wo ich herkomme. Ja, fuck, 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 fuck! Ich bin von der Spur abgekommen. Schmiddy? Ja? Ich hab da noch eine Bitte, du musst da mal ein paar Mods bei uns da auch reinhauen. Ja, ich weiß, ich habe die Liste. Die Was denn für so. Mods? Ja. Ein paar Charaktere und so, die wir spielen können, die haben auch verschiedene Ja, lass doch Eigenschaften. lieber selber Charaktere programmieren. Nein. Ja, mache ich aber gerade. Erstmal das Maul halten jetzt, ja. Er macht den Typ, der nie hungert. Sonst komme ich zu dir und kram dir mein Er Schwein macht extra für raus. dich den Typ, der nie hungert und Metzgerbeil extra besitzt. Aber ich will das jetzt aber, wenn wir Jetzt das jetzt zocken, erstmal ohne Mods ja. spielen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Mods. Oh, Wolfi, spielst du mit Don't Starve gleich? Ja, ich spiele ja jetzt schon Don't Bei Starve, Tag Mann. 20. Ja, einen Tag vor Winter. Morgens hat allein gespielt, der Don't Starve bei mir eine Zeit lang nicht ging, da ich zu behindert war, es einzustellen. Ich will aber auch nicht sagen, warum es nicht ging. Das ist eine richtig dumme Einstellung. Vielleicht einfach, weil du dumm bist. Mhm.
Dumm, was ist das? Dumm. Okay. Ich mach das Blooper-Rennen nochmal. Also machst du, hast jetzt aufgeräumt, Vogelkäfig gemacht, gepennt. Ja. Da war Wolfi viel produktiver. Ich meine, der hört sich nicht mehr so ganz so sehr an, als ob er verschnupft wäre. Ja, doch. Meine Stimme ist halt weg. Hört man nicht. Oh, quasi. Du hörst dich an wie immer, außer dass du leicht tiefer klingst. Leicht was? Kiefer. Kieferbruch. Mir läuft halt die Nase, aber sonst läuft. Fangen sie ein, bevor sie weg ist. Oh, das ist auch wieder ein ganz witziger, ne? So wie immer. Ich bin der Schmiddi, ich darf das. Wir haben mit Schmiddi begonnen. Ich bin der Schmiddi, ich bin Schmiddi-Meister, ich bin Schmiddi. Schmiddi, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Schmiddi, ja, das ist unglaublich. Ach, der Moritz weiß ja noch gar nichts davon. Warum, Moritz? Was? Niemand möchte unbedingt aufgenommen werden, deswegen müssen wir das animieren, dieses komische mit der Zombie-Apokalypse. Da niemand unbedingt. Niemand möchte aufgenommen werden. Niemand will aufgenommen werden. Genau, Spaß. Muss ja auch Leute so nicht aufgenommen werden wollen. Ja, Wolfi möchte. Willst du mit aufgenommen werden? Was ist das? Wovon redet ihr? Bei ihnen aufgenommen. Diese Zombie-Apokalypse-Idee, die wir hatten. Wo dann alle wegen RTL verdummt wurden und deswegen Zombies sind. Und wir damit auf Social Medien, auf Social Medias dann anfangen versuchen dagegen anzukämpfen. Vor allem mit meinen Let's Plays. Meinen professionellen Let's Plays. Ein Let's Play zwische ich mir nicht mal mehr den Arsch ab. Und trotzdem schaust du die einmal im Monat an. Das ist er druckt die sich auf der Seite aus. Logik, ne? Wolfi, du hast wieder das Rauschen. Ausdrucken. Wolfi, du hast wieder dieses Kratzen. Wolfi, du hast das Kratzen. Warum habe ich das Kratzen? Jetzt nicht mehr. Die eingesperrte Insignie. Lol. Ja, das macht echt viel mehr Sinn, wenn du das streamen könntest. Ja, mach es ja schon, Wolfi. Streamen wir echt geil, nur das macht mein Rechner nicht mit und das ist halt auch. Ey, ich muss das Video dreimal bearbeiten, weil da mein Körper, den ich nutze, scheiße ist. Deswegen kann ich es nicht mal streamen. Das nicht nur, da mein Internet scheiße ist, sondern auch da mein Körper scheiße ist. Mit ja? Mit was nimmst du überhaupt ab? Von der Wii-Konsole über den Crabber. Mit meiner Handycam. Mit meiner Handycam. bring uns nicht um, Moritz. Danke. Zutrauen würde ich es dir. Ja, sieht man doch schon an der Qualität. Das ist die Handycam. Nee, die Candycam ist das. Und Headset hab ich aus einer Kartoffel gebaut. Das die... Hier ist eigentlich schon wieder viel zu cool. Nee, das muss irgendwas anderes sein. Oh, ich wollte auch. Egal, jetzt habe ich ein paar blaue Münzen. Ich nehm's mit der Candy Cam auf. Hallo? Hi. Was? Nicht ernsthaft. Was ist denn bitte Candy Cam, Junge? Nicht ernsthaft. Kennst du das nicht? Wolfi. Nee, was denn das? Du kennst echt nicht Candy Cam? Nein, ja, was ist das? Sei froh. Das ist das Programm, was du dir holst, wenn du schwul bist. Psst, nicht verraten. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis? Betrieb, aha, das Betriebsgeheimnis. Ich hätte gerne ein Betriebsgeheimnis. Zum Mitnehmen mit extra Käse und Ketchup. Nein, du kennst das nicht. Da musst du den Link davon in die Akten reinschreiben. Ah ne, die Akten sind in die Kommentare. Was ist denn Candy Cam erzählt aber? Google einfach mal. Oder frag Fabi. Ist Schmiddi homosexuell? Ja. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Also ich wusste nicht, dass ich Pedo bin. Da komme ich hoch. Das schaffe ich. Ja, ich komme hoch. Oh, ich bin hochgekommen. Diese Zweideutigkeit. Wie vierte Folge ist denn das jetzt überhaupt? Die vierte. Ah, gut, aber ich bin hier. Glaube ich. Ja, du schaust dir extra nur die vierte Folge an, du Arsch. Nee. Dann eben extra nur die fünfte Folge. Da. Die erste habe ich geguckt, die zweite bis zur Hälfte, weil ich unterbrochen wurde. Die dritte kommt heute, meinst du, wa? Vielleicht auch erst morgen. Kommt drauf an, wie lange das hochlegt. Kann man nicht irgendwie das U-Boot hier hochfahren? Irgendwo bei einem Schaufelrad?
Und dann war das erst später. Dann würde ich einfach mal Jonas umbringen gehen, das ist genau. Sei nicht so produktiv. Das will ich auch nicht. Ich sitze vor meinem Laptop, hab mir eine Push-Up-Tabelle gemacht, ein bisschen Salz auf dem Fress hier. Irgendwie konnte man das U-Boot hochfahren, ich weiß nicht mehr wie. Glaube ich zumindest. Vor allem... Mitty? Ja? Bin doch auch der Einzige, der unter deinen Videos mal kommentiert. Ja, morgen tatsächlich mir alles privat. Das soll auch mal Kommentare schreiben, vielleicht gucken dann mehr Leute die Kack-Videos an. Ja, Alter, sonst wissen ja Leute, dass ich die Videos gucke. Boah, ich hab keine Angst mehr davor. Dass die Leute wissen, dass er meine Videos schaut. Denn er ist stolz. Ja, auf meinen Kanal am Ende noch und sehen das, was ich... Du bist auch einer der wenigen, die bei mir verlinkt sind. Oh, ist ein Wolfi. Wolfi hat ja kein... Ich bin ja der Einzige, der kommentiert, ne? Also ich kommentiere dann sowas wie schlecht, nee, aber scheiße, wer ist denn das für ein Spasti im ja, in, Video? Ja, aber wenn andere Kommentare kommen, das ist immer Wolf mit irgendeinem Fake-Account, der sich schnell erstellt hat. Nee, das nicht. Ich habe nur einen. Also ich habe drei, aber ich nutze nur einen. Ja, da fängt schon an, da fängt schon an. Ja. Nur einen und du nutzt drei. Aha. Ja. Bin halt produktiv. Ach, kontraproduktiv. Okay, das war jetzt eine geile Kombi. Das muss man mir lassen. Was machst denn du überhaupt gerade? Ich sammle blaue Münzen, da ich zu voll bin zu klettern. Was sind das anderen Seite? Ey, pscht, Betriebsgeheimnis. Deine Mutter hat ein Betriebsgeheimnis, ja. Pscht, Betriebsgeheimnis. Wow. Denn das als beim Wolfi, was macht der denn? Wolfi ist... So als auf mit einem Lötkolben. Wolfi ist am Wichsen. Neben dem Schweißbrenner, nicht mit dem Lötkolben. Ach, da kann ich ja noch eine blaue Münze holen. Da ist noch eine blaue Münze irgendwo. Ja, wo haben wir denn den Schmiedemeister? Schmiedemeister. Ah, da habe ich die blaue Münze schon. Jetzt droppen wir mal ein bisschen Knowledge hier. Du bist mir gleich erst. Es gibt noch einen Schmiedemeister. Vor 6 Jahren aktiv. Da ist irgendein Spasti und ein kleines Kind drauf. Ja, das hat Marat mir auch schon erzählt und du auch schon. Ich? Also hinterlass diesem Spasti, der auch Schmiedemeister heißt, mal ein Abo. De-Abo, klar. So, da ist noch eine fucking Spinne. Die töte ich jetzt auch noch. Bleib stehen, bleib stehen! So, ich bin voll auf blauen Münzentrip. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 18 blaue Münzen, Porto de Oro. Boah. Beim Schmidti. Ja. Guck grad, bitte Folge, bei 13 Minuten, wie Billo dich. Du dich einfach anstellst, der Pflanze das Wasser in die Schnauze zu spritzen, ne? Betriebsgeheimnis. Kann man so inkompetent. Betriebsgeheimnis. Ja, Betriebsgeheimnis, Junge. Da stelle ich mich sogar besser beim Wichsen an. Bitte keine persönlichen Details verraten, die wir in unserem Sexleben haben. Dankeschön. Gut. Nein, ich bin nicht schwul. Shit, jetzt denken alle, ich wäre schwul. Ja, stockschwul. Moritz, ja. Das ist sehr kontraproduktiv. Ich meine, die Leute gucken auch auf deinem Kanal vorbei. Sehen Sie das? Wieder lustig. Oh. Ich meine, warum hättest du sonst 600 Aufrufe in allen 10 Jahren? Was? Achso. Du hab ich so viel. Fuck. Fuck Viecher, die hab ich gerade komplett runtergehauen. Oh, 49 Abonnenten, oh! Rat mal warum. Das ist mein YouTube-Money. Mein Business. Kurz auf. Das ist meine Community. Ja. Oh, kurz mir. Ein Kanal, das klingt wie. Oh, ein Kanal, das unter meinem Haus wo die Scheiße abgeleitet wird. Psst! Psst! Nicht die Betriebsgeheimnisse verraten, wie oft soll ich dir noch sagen? Ich hab Internet. Ja, du hast Internet. Probleme. Ja, du hast Internet. User in your channel, time down. Aha, er ist weg. Hä, was? Achso, oh lol. Wisst ihr, wenn wir sich immer ein Video kurz angucken, was 5 Minuten geht, da haut der ab. Fuck, ich komm da nicht hoch! Versuch's denn, du! Zu Insignia zu kommen. Ich komm da einfach nicht hoch. Hier waren doch die Sterne, oder? Nein, das sind Insignien der Sonne. Naja, die komischen Sterne. Insignien der Sonne! Halt's Maul. Ganz im Brechschmiddel. Ah, Stan kommt wieder. Ich muss ihn gerade mal hochrufen. Willkommen! Willkommen!
Willkommen. Hallo? Hallo? Hi. Hallo? Er antwortet mit S. Hi. Abgehoben. Hashtag abgehoben. Hashtag abgehoben. Pro. Der ist echt voll abgehoben. Der antwortet mir nicht. Na schon. User disconnected from the channel. Yep. Abgehoben. Da war er weg. Ach ja, Leute. Das ist bei uns Standard, solche Scheiße. Gewöhnt euch dran. Ja. Ihr habt euch nämlich hier auf dem Kanal verlaufen. Ich meine, ihr seid doch deswegen auch auf den Kanal gekommen. Ja. Und nicht da Wolfi einen Kommentar auf Twitter hinterlassen hat bei irgendeinem Let's Player, der ziemlich bekannt ist. Ey, cool, ich kann Wandsprung machen. Autsch. Fuck, das wirklich. Man kennt. Ich überleg grad, ob ich das wirklich gemacht habe, weil ich mache ja so einen Scheiß. Aber ich glaube nicht. Und Raketensprung. Yay! Ich hab's geschafft. Zombie springt über fahrende LKW. Oh, ein neues Video. Ja. Gerade mal reinschauen. Gerade mal während der Aufnahme reinschauen. Ich hab die Insignie. Wolfi? Wolfi? Was? Was für ein Spiel ist das denn? Oder was spielt er da denn? Weiß ich nicht, ich hab so eine Wix-Werbung von Snickers. Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Ich hab Hunger und ich hab nicht mehr, das kannst du nicht fallen. Ach ja, jetzt kommt hier jetzt so ein Abschnitt ohne Spritzdüse. Ohne Dreck weg. Cluster Truck heißt das. Ach so, cool. Habe ich jetzt sowieso gesehen. So, gehen wir mal aufs Team. Was kann man da schönes? Eine Einladung, wozu denn? Gut, dann nehmen wir Don't Starve, CSGO. Hör mal, wer da hämmert. Wird wahrscheinlich Don't Starve. Moritz ist ja nicht da. Stimmt ja. Der ist ausgetimt, der hat wieder kackt Internet. Der muss sein Repeater resetten. Der schon. Die deutschen Spieler. Kann ich nicht mal einfach hier annehmen. Ach, die Anfrage habe ich auch bekommen. Ich weiß nicht mal von wem. Ja, irgendein Spasti. Der geile Peter spielt Ark. Das kann doch nur. Das war doch. Wer war denn das? War das, das war Trons. Trons. Toxic. Oh. Ja, das ist es schon. Oh, wofür. Ist das dein fucking Ernst? Fliegt die Raketendüse bis da nach hinten? Auf das Hausdach? Fick dich! Autsch. Klapp mir jetzt mal dieses Herbert und Otto. Herbert und Otto? Was ich dir mal geschickt habe hier. Herbert und Otto. Side-Scroller. Side-Scroller? Ja, in schwarz-weiß dort. Mach dein Datenvolumen nicht leer. Hat. Wenn wir noch Don't Starve spielen. Oh, doch. Kann man doch. Verbraucht er nicht. Ich versuche jetzt noch einmal das X jetzt zu bekommen. Dann lädt er schon wieder drei Dinger runter. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das mir erstmal egal. Darf der und Starford erstmal wieder The Binding of Isaac gibt's auch. Schlechte FPS. Okay, mir ist das jetzt egal. Warte, diese spritzfreien Passagen, nenn ich's immer, die verkackst du doch eh. Na, die letzten zwei Male habe ich auf Anhieb geschafft. Ich hab mir den bei der ersten hast du ganz schön. Ich weiß, ich bin Game Over gegangen. Boah, so aufs Derb. Ja, aber die danach, das ist auch, die erste ist auch irgendwie die mieseste, meiner Meinung nach, mit roten Münzen auch. Da du nämlich einfach. Oh, mein Headset schwächelt, das heißt, ich muss irgendwas ausstecken. Fuck.